Es ist ganz leicht, Ihr Leben zu verändern. Sie müssen dazu nicht umziehen, Sie müssen nicht den Job wechseln, Sie müssen in keine neue Partnerschaft springen und Sie müssen erst recht nicht im Lotto gewinnen, nein. Es reicht schon, wenn Sie Ihre Gedanken ein kleines bisschen verändern. Aber wie kriegen Sie das hin? Ich werde Ihnen jetzt einen Weg zeigen, der wirklich funktioniert. Und dafür gibt es einen wunderbaren Anlass. Heute ist mein neues Buch erschienen. Es heißt, dieses Buch verändert dein Leben für immer, wie du deine Lebensfreude verdoppelst und deine Probleme halbierst. Ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Buch und ich freue mich, dass es so viele von Ihnen schon vorbestellt haben und fleißig weiterempfehlen. Tun Sie das bitte auch, unterstützen Sie mich damit und bringen Sie sich selbst voran. Und nun möchte ich Ihnen eine der besten Ideen aus diesem Buch vorstellen. Die Kapitel, die gehen los mit kleinen Geschichten voller Weisheiten, die Ihnen wichtige Anstöße für Ihr Leben geben. Wenn Sie das hören, dann wird sich Ihr Denken augenblicklich verbessern. Das Kapitel, das ich Ihnen jetzt vortrage aus diesem Buch, das wird Sie auf der Stelle zufriedener, das wird Sie dankbarer machen. Nehmen Sie mich beim Wort, ob es klappt. Und los geht's aus diesem Buch. Ein reicher Mann, der kam zum Weisen und sagte, wünscht mir etwas, was das Glück meiner Familie dauerhaft sichert. Der Weise dachte lange nach und sagte, ich wünsche, dass die Mutter stirbt, dass die Tochter stirbt und dass die Enkelin stirbt. Der reiche Mann starrte den Weisen fassungslos an und wurde wütend. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich bat dich um dauerhaftes Glück und du wünschst meiner Familie den Tod. Nie, nie wieder werde ich dich um Rat fragen. Der Weise sagte, mein Wunsch war gut gemeint. Glück ist es, wenn die Mutter vor der Tochter stirbt. Glück ist es, wenn die Tochter vor der Enkelin stirbt. Wenn die Dinge in der Reihenfolge passieren, wie die Natur es vorgesehen hat, ist das wahres Glück. Stellen Sie sich Ihr Leben wie ein Haus vor. Auf den ersten Blick sehen Sie die Fassade, die Haustür, die Fenster, die Dachziegel. Aber gebaut ist Ihr Leben auf ein Fundament und dieses Fundament ist unsichtbar. Kaum jemand macht sich Gedanken, wovon sein Leben wirklich getragen wird. Aber das Selbstverständliche ist nicht selbstverständlich. Fünf Finger an Ihrer Hand, das sind fünf Wunder. Aber viele würdigen ihr Lebensfundament erst dann, wenn sie es verlieren. Sie laufen, hüpfen und tanzen auf zwei gesunden Beinen durch die Welt. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg? Und was würde ein Querschnittsgelähmter dazu sagen? Sie stehen jeden Morgen vor einem Kühlschrank, der es voll ist und Sie essen, worauf Sie Appetit haben und bis Sie satt sind. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg? Und was würde ein Hungernder dazu sagen? Sie leben unter einem Dach, das Sie vor Regen schützt, drehen eine Heizung auf, die Sie vor Kälte schützt und legen sich abends in ein warmes Bett. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg? Und was würde ein Obdachloser dazu sagen? Sie haben einen Beruf erlernt, Sie gehen einer Arbeit nach und Sie bekommen jeden Monat ein Gehalt oder eine Rente überwiesen. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg? Und was würde ein Mittelloser dazu sagen, der keinen Beruf und vielleicht nicht mal ein Bankkonto hat? Sie haben lebensfähige Kinder zur Welt gebracht und sehen, wie sie groß werden. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg? Und was würden Eltern dazu sagen, die ihr Kind früh verloren haben oder Paare, die kein eigenes Kind bekommen können? Sie schauen jeden Tag in eine bunte Welt, Sie sehen die Herbstblätter an den Bäumen, den Regenbogen am Himmel, die Sommersprossen im Gesicht eines geliebten Menschen. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg und was würde ein Blinder dazu sagen? Sie fahren jeden Tag mit Ihrem Auto zur Arbeit oder zum Einkaufen und Sie kommen sicher an. Wie oft freuen Sie sich über dieses Privileg? Und was würde jemand dazu sagen, der sich kein Auto leisten kann oder mit dem Auto schwer verunglückt ist? Eine Kollegin von mir, die hat mit Ende 50 Parkinson bekommen. Auf einmal verlor sie die Kontrolle über ihren Körper. Die Hände, die machten, was sie wollten, ihr Gang wurde unsicher und alles, was für sie bis dahin selbstverständlich war, das wurde zur großen Herausforderung. Eine Treppe hinaufzugehen, ein Dokument zu unterschreiben, einen Briefkasten zu öffnen, eine Kaffeetasse anzuheben, ohne etwas zu verschütten, eine PIN-Nummer einzugeben, ohne daneben zu tippen oder angstfrei eine Rolltreppe zu nutzen. Aber immer wenn ich meine Kollegin treffe, dann bewundere ich die Gelassenheit, mit der sie ihr neues Leben annimmt. Sie arbeitet nach wie vor, sie geht ihren Hobbys nach, sie sucht den Kontakt zu ihren Freunden und sie versprüht noch immer sehr viel Lebensfreude und verfolgt Visionen. Es geht noch eine Menge, auch wenn ihr das Gehen immer schwerer fällt. Wenn ich losfahre, um sie zu treffen, dann kreisen meine Gedanken oft um alltägliche Ärgernisse in meinem Kopf. Aber wenn ich dann vor meiner Kollegin stehe, wenn ich sie lächeln sehe, dann sind diese Problemchen wie weggeblasen. Dann werde ich still, dann werde ich demütig. Ich freue mich über das stabile Fundament meines Lebenshauses. Mir wird klar, worauf es wirklich ankommt. Helen Keller hat gesagt, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen traf, der keine Füße hatte.
Was macht Menschen zufrieden? Der Soziologe Martin Schröder hat eine jährliche Umfrage mit über 80.000 Teilnehmern ausgewertet, die seit 1984 in Deutschland läuft. Dabei kam heraus, dass scheinbare Selbstverständlichkeiten unser Lebensglück dominieren. Glücklich macht es uns, wenn wir gesund sind, wenn wir unsere Freunde regelmäßig sehen und über unser eigenes Leben bestimmen können. Reichtümer braucht es dazu nicht. Wer 2.000 Euro netto verdient, wird durch ein höheres Einkommen nicht wesentlich glücklicher. Was passiert, wenn ein Starkregen in einen Fluss prasselt? Der Fluss, der schwillt an, aber das Hochwasser, das bleibt nicht. Immer sinkt der Pegel auf den alten Stand zurück. Genauso funktioniert die hedonistische Adaption in Ihrem Gehirn. Wenn ein Erfolg auf Sie herabregnet, wenn Sie im Lotto gewinnen, wenn Sie sich frisch verlieben, wenn Sie an der Börse einen Riesengewinn einstreichen, dann steigt Ihr Glückspegel an. Aber es dauert nicht lange, dann fällt er immer wieder auf sein altes Niveau zurück. Wenn Sie also unglücklich sind, bevor Sie triumphieren, werden Sie auch unglücklich sein, nachdem Sie triumphiert haben. Nur wenn Sie schon vorher glücklich waren, bleiben Sie es auch danach. Ob Sie im Lotto eine Million gewinnen oder nach einem schweren Unfall für immer im Rollstuhl landen, nach einem Jahr werden Sie laut Studien etwa so glücklich oder so unglücklich wie zuvor sein. Der Neurowissenschaftler und Stanford-Professor Andrew Huberman, der erklärt es so: Schmerz und Freude, die teilen sich im Gehirn dieselben Nervenbahnen. Und weil unsere Psyche zur Homöostase neigt, also das Gleichgewicht aufrechterhalten will, da setzt ein Wipp-Effekt ein. Je höher Sie das Glück durch kurzfristige Kicks treiben, desto tiefer saust es abwärts. Wer jemals größere Mengen an Süßigkeiten gegessen hat, um Frust zu bekämpfen, der weiß genau, wovon ich jetzt spreche. Daraus folgt, nicht das Glückshochwasser ist entscheidend, sondern Ihr Normalpegel. Sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrem alltäglichen Leben sich wohlfühlen. Richten Sie Ihre Wohnung so gemütlich ein, dass Sie sich aufs Nachhausekommen so richtig freuen. Suchen Sie sich Freunde, die für Sie da sind und Ihr Herz lachen lassen. Gehen Sie einem Beruf nach, der sich sinnvoll anfühlt und Sie erfüllt. Und wählen Sie einen Liebespartner, der nicht nur behauptet, in schlechten Zeiten zu Ihnen zu halten, sondern der es tatsächlich tut. Letzten November, da hatte ich Klassentreffen im Schwarzwald. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren sah ich meine alten Mitschüler wieder. Herrliche Schuljahre haben wir zusammen verbracht, sagten alle. Ungestüm waren wir und narrenfrei. Die Welt, die lag vor uns wie ein großes Versprechen. Aber haben wir unser Glück erkannt? Nein, es schien uns selbstverständlich und wurde erst Jahrzehnte später im Rückspiegel sichtbar. Was, wenn es sich in der Gegenwart genauso verhält? Wie ist das bei Ihnen? Freuen Sie sich über jedes Jahr, das Sie vom Leben geschenkt bekommen? Würdigen Sie das alltägliche Glück, etwa dass Sie Freunde sehen und frei über Ihr Leben bestimmen können? Und erkennen Sie es als Glücksfall, wenn Sie vor Ihren Kindern sterben dürfen und Ihre Kinder vor Ihren Enkeln? Und jetzt, am Ende dieses Kapitels aus meinem neuen Buch, jetzt folgen immer noch 3 Tipps und dazu eine kleine Coaching-Übung, damit der Impuls sofort zu einer Veränderung in Ihrem Leben führt. Hier die 3 Tipps. Erstens, das größte Glück meines Lebens trägt eine Tarnkappe. Es sind die scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Zweitens, ich mache mir bewusst, welche Privilegien ich jeden Tag genieße. Dann erfüllt mich tiefe Dankbarkeit. Und drittens, statt zu suchen, was mir fehlt, würdige ich, was ich habe. Und hier noch die Übung. Im Buch haben Sie dann mehrere Zeilen Freiraum, in die Sie Ihre Antworten schreiben können. Somit wird das Buch auch zu einem wunderbaren Tagebuch Ihrer Veränderung. Die Coaching-Übung, die liefert Ihnen auch Gedanken, jenen Gedanken, der Ihr Leben sofort verändern kann. Ich stelle mir vor, dass ein Obdachloser mein Leben geschenkt bekommt. Was würde sich sofort für ihn verbessern? Welche scheinbaren Selbstverständlichkeiten meines Alltages würde er als Luxus empfinden? Und was würde er im Laufe eines Tages am meisten genießen? Welche Haltung kann ich einnehmen, um dieses Geschenk meines Lebens künftig noch mehr zu würdigen? Das ist die Übung und in diesem Buch, da steckt alles, was ich in meinem bisherigen Leben gelernt habe, all meine Erfahrung als Berater und als Privatmensch. Ich teile die spannenden Erkenntnisse von Psychologen mit Ihnen. Ich lasse Sie an den Weisheiten großer Dichter und Denker und Mönche teilhaben und ich gebe Ihnen 52 Geschichten an die Hand, die Sie gerne weitererzählen werden und die Sie zu Ihrer persönlichen Veränderung inspirieren.
Meine Probeleser haben mir gespiegelt, das hier sei mein bestes Buch und darüber freue ich mich riesig. Aber noch wichtiger war mir die Rückmeldung, dass jeder und jede von Ihnen durch das Lesen dieses Buches Dinge in Ihrem Leben verändert, Dinge verbessert haben. Probieren Sie es aus, besorgen Sie sich, dieses Buch verändert dein Leben für immer. Es ist im Buchhandel, es ist im Internet erhältlich und Sie können es auch in der Bibliothek ausleihen. Hauptsache, Sie lesen es, Hauptsache, Sie werden dadurch Probleme los, bauen positive Gewohnheiten auf und kommen Ihren Träumen und Zielen näher. Schreiben Sie mir nach der Lektüre unbedingt, wie Ihnen das Buch gefällt. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Rückmeldung. Jetzt empfehle ich Ihnen noch mein Video darüber, wann Sie den Kontakt zu einem Menschen unbedingt abbrechen sollten, sogar falls es ein Angehöriger ist. Es ist ein spannendes Video. Klicken Sie es jetzt hier und wir blenden das Video auch gleich auch noch ein. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder auf meinem Kanal vorbei. Ihr Martin Behrle.